Guten Morgen, alle Gottesdienstbesucher. Herzlich willkommen zu diesem Sonntagmorgen, zu diesem Gottesdienst. Falls Gäste unter uns sind, herzlich willkommen. Fühlt euch wie zu Hause. Auch Prediger Hans Gerbrandt, herzlich willkommen, der uns heute mit der Botschaft dient zum Thema Jesu Einzug in Jerusalem. In Jesaja 53, Vers 5 lesen wir: Aber er ist um unsere Missetat willen verwundet und um unser Sünde willen zerschlagen. Die Strafe liegt auf ihn, auf dass wir Frieden hätten, und durch seine Wunden sind wir geheilt. Wir sind in der letzten Passionswoche und wir sollten auch in dieser kommenden Woche immer wieder vor Augen halten, was wir Ostern feiern und was Jesus für uns gelitten hat. Lasst uns beten. Vater im Himmel, wir kommen zu dir durch deinen Sohn Jesus Christus. Wir sagen dir Dank, dass du den Sonntag gemacht hast, dass wir uns als Gemeinde versammeln dürfen und dir zu loben, dir anzubeten. Und das wollen wir auch heute tun und besonders daran denken, was du für uns durch deinen Sohn Jesus Christus gegeben hast. Und wir wollen diesen Gottesdienst dir zur Ehre feiern. Nimm du Störendes fern, das wir aufnehmen können und mitnehmen nach Hause. Sei doch mit all den Kindern, den Sonntagsschulen, lass doch da wirken. Sei doch mit den Lehrern, die dein Wort verkündigen, dass auch die Kinder etwas mitnehmen können. Wir legen diesen Gottesdienst in deine Hand. In Jesu Namen. Amen. Anschließend singt der Chor uns ein Lied. Hinführend zur Predigt will ich den Predigttext lesen aus Lukas 19, die Verse
29 bis 42. Und es begab sich, als er nahe von Bethage und Bethanien an den Berg kam, der Ölberg heißt, da sendete er zwei Jünger vor und sprach: Geht hin in das Dorf, das vor uns liegt, und wenn ihr hinkommt, werdet ihr ein Füllen angebunden finden, auf dem noch nie ein Mensch gesessen hat. Bindet es los und bringt's her. Und wenn euch jemand fragt, warum bindet ihr es los, dann sagt: Der Herr bedarf seiner. Und die er gesandt hatte, gingen hin und fanden's, wie er's ihnen gesagt hatte. Als sie aber das Füllen losbanden, sprachen seine Herren zu ihnen: Warum bindet ihr das Füllen los? Sie aber sprachen: Der Herr bedarf seiner. Und sie brachten es zu Jesus und warfen ihre Kleider auf das Füllen und setzten Jesus darauf. Als er nun hinzog, bereiteten sie ihre Kleider auf dem Weg. Und als er schon nahe am Abhang des Ölbergs war, fing die ganze Menge an, der Jünger an, mit Freuden Gott zu loben, mit lauter Stimme über allen Taten, die sie gesehen hatten, und sprachen: Gelobt sei der, der kommt, der König in den Namen des Herrn. Friede sei im Himmel und auf Erden in der Höhe. Und einige Pharisäer in der Menge sprachen zu ihm: Meister, weise doch deine Jünger zurecht. Er antwortete und sprach: Ich sage euch, wann diese schweigen werden, so werden die Steine schreien. Und als er nahe hinzukam, sah er die Stadt und weinte über sie und sprach: Wenn doch auch du erkennst zu dieser Zeit, was zum Frieden dient, aber nun ist's vor deinen Augen verborgen. Nach dem Chorlied wird Prediger Hans uns die Predigt bringen. Schon von der Otsumarius und diesem letzten Sonntag vor Oster Gottes Sehen in Sehen durchsehen, auch nun während dem Gottesdienst. Ich brauche dich alle Zeit. Ich dachte unwillkürlich an, wo einer doch Gott brückt, um die Predigt reinzumerken,
Gott brucht, um die Predigt zu bringen. Gott brucht überhaupt für ein geistliches Leben zu führen. All that brucht, wo Jesus in die Kanne auch mit anstammen. Ich brauche dich alle Zeit. Von der Ursache, wie wir am letzten Sonntag vor Ostern angekommen sind, nun heute gelernt heute Paul am Sonntag. Ich habe dort das Thema gestellt, Jesu Einzug in Jerusalem. Dort passiert ihr gerade an dem letzten Sonntag vor Ostern, wo Jesus den Einzug mögt. Dort ist ja ein ganz besonderer Einzug. Nicht, dass Jesus nicht auf Völkern in Jerusalem gewasst ist. Es einmal war auch zu dem Passafass Jogone, wo damals gefeiert wurde, einmal zum Gedenkfeier. Und das Geschehen in Ägypten, wo sie versklavt wären. Jedenfalls, der traf gerade an dem Sonntag. Und Jesus tat hier eine prophetische Verheißung, sehr klar, nogone, in der auch der Viere. Ich möchte uns einfach lesen, der auch weit gesagt wurde, als von diesem Dach, wo der Einzug gehüllt wird. Da sagt es in Zacharia Kapitel 9, Vers 9, aber du, Tochter Zion, freue dich sehr, und du, Tochter Jerusalem, jauchze. Siehe, dein König kommt zu dir, ein Gerechter und ein Helfer, arm und reitet auf einem Esel und auf einem jungen Füllen der Eselin. So einmal das Bibelwort, was lange vorher all gesagt wurde, als zu diesem Sonntag, wo dann stattfinde, deit, und wir uns von der Oma waren noch, das Pferde überführen, wo Jesus diesen Einzug in Jerusalem gemerkt hat. Da traf gerade auf dem Passafast, das hat dann mit viel Lied zu tun, an dem Sonntag in Jerusalem, da wir wort los auf dem Weg, und an dem Tag ging auch Jesus mit seinen Jüngern los nach Jerusalem. Die wacht bei der Zeit, wo Gott am Jäuf dort gehen soll. Das ist mir immer war interessant, dass Jesus sich immer war sehr an dem Puder gelehnt hat und immer war gewacht hat auf der Handwiesungen. Und dann sagte in Johannes 13, Vers 1, da Jesus erkannte, dass die Zeit gekommen war. Dann ging Jesus, möchte sich reiten mit seinen Jüngern, so ist dort nach Jerusalem. Reis begann in Bethanien. Bethanien ist uns immer ein Begriff, wenn wir die Bibel lesen, von Maria und Martha und Lazarus, der ertüste heute. Ab in Oberschaft wird danach der Simon, der geheilt wurde, wir. Jedenfalls von Bethanien ging der Reis los nach Jerusalem. Dann gab es eine Zwischenstation, Bethphage, da hielt sie an. Und da wollen wir uns auch ein klein bisschen mit beschäftigen. Da wurde dann einmal anhält. Und wir fragen uns, wer wir an diesem Einzug Jesu beteiligt. Dann sagen wir, dass Nummer eins ist ja das Jesus, was das Ganze anlädt und dadurch führt. Aber dann sind die Apostel, die Jünger Jesu, da sind sie noch alle 12, zu jenen, in der merken mit Jesus taub, diesen Einzug. Und da wird die Frage, da sagt Jesus dann zu zwei von seinen Jüngern, geht mal durch und durch hin und holt mir einen Esel. Ich habe das ziemlich näher beschrieben und an dem Text habe ich das gehört. Jedenfalls, diese Jünger, die wäre gehorsam in Jünger, das wäre ein sehr niedlicher Beruf, würde ich sagen. Vielleicht würde ich dem gar nicht handeln wollen. Nur mal gehen und dann durch den Esel losleisen, ohne dass der Chef dort wisst, was hier verjinkt. Aber der malt sich wohl, und dann sehen sie, der Herr bedarf ihrer, und sie geben den frei, dass die Jünger den nehmen können. Aber nicht mal gehen, einen Esel holen. Ich habe wieder noch Dollar bekommen mit dem Esel aus Verdauer. Jedenfalls, diese Jünger holen den Esel. Und ich frage mich, was geworden wäre, wenn diese Jünger nun nicht gehen würden. Wenn Jesus den nicht hat brücken können. Was wäre passiert? Was passiert von dir, wenn die Gemeinde
wo Gott der Führer ist von der Gemeinde, Ober der Wähle, und der sei nee. Die Deiner sind ja Hundlanger Gottes, und der Brück Gott, und der sei nee. Ich habe inzwischen gefragt, wie viel Wohlfahrt dort wird Brücke, um die alle abzuschlucken, wo auf dem Fluchtweg sind. Dort heißt, die nicht bereit sind, die Arbeit für den Herrn zu übernehmen. Und waren ganz leer, erste Deins. Jesus wie arm, sagt es, und in dem Text, lange früht. Er kam um und reit auf einen Esel. Er sah sich auf der Bank, wo der letzte, der armste Mensch wir so einen Einzug möge auch an diesem letzten Sonntag für Ostern. Gott brückt Menschen, der Josiah. Wer doch nicht Josiah kommt, wie weit die nicht begeben hätte, die Bibel. Das ist ein Mose, der konnte nicht gescheit reden, hat eine schwere Zunge. Dann wird der Jonah auf dem Flucht war. Und die Schwester, mir sieht mal ein Bruder, wer eine Ferie sieht, der fängt genug. Und dort passiert hier sehr leicht, wenn wir frucht sind, einen Dienst vom Herrn zu übernehmen. Aber das regt nicht gut. Das wollen wir uns einmal verantworten machen, wenn man nicht wörtlich Geld gegründet hat durch jeden. Zum anderen sei wie nicht mal bloß, dass der Apostel der bei dem Einzug beteiligt wäre, sondern auch der Esel. Es ist doch interessant, dass hier der Esel auch mit in dieser Bohne reit steht, auf den Weg nach Jerusalem von Betfage, um der Reise zu merken. Auch ein Esel wird da. Und danach, wo noch niemals einer Bohne gesehen hat, das heißt ein Füllen, ein Fahlemut, wie sei. Der soll die Arbeit nicht tun. Aber das hat ein sehr guter Handbiss, das ist ein Esel genommen. Das meint, das wird eine Ankündigung von Fred. Ein Esel, mit dem führt man nicht Krieg, dann bringt man ein Pferd. Ein Esel ist ein Zeichen von Fred. Und Jesus benutzt das Tier. Zum anderen sei wir aber auch, dass viel Volk, an dem sind auch abgewacht wir, die wollen ja auch alle in Jerusalem, dass wir ein Befehl, dass sie immer waren, diesen Tag feiern sollen, wo Gott end von Ägypten in der Sklaverei rückgeführt hat. Das sollen sie feiern. Da werden sie auch viel Volk durch, dass sie dort düsende Menschen sind auf dem Weg warst. Wann ist dann wieder, Frau, wie die Reaktion von diesen Menschen, die nun taub auf dem Weg losgingen? Dann fing ich einmal, war der Apostel, der Jünger. Der hatte dem Esel durch und der nahm ihre Mantels und legte die Mantels auf dem Esel ab, dort dein aus Sodel für Jesus, wo der Bube satt wurde. Man sagt, das Eberkleid, was der Tadeit hat, der Jünger auch, ist ein bisschen ein Mantel gewesen. Dem haben sie genommen und abgelacht, damit Jesus da Bube satt konnte. Aber nicht mal dort nahm sie und haube Jesus ab und sah den dem dann ab, so sonst Tag sagt. Sah er dem dann ab den Esel, und der Esel stund still. Ich weiß nicht, wie ein Esel kann, aber es ist echt der Kern, da würde, wenn er den Mantel genommen hat, wohl eber spreiden, würde er auch, wenn sie gestohlen haben. Ja, sehr flink. Aber das Esel, der wir ganz gehorsam, da sieht man, dass Gott sein Geschöpf aus dem Schöpfer jen eber unjadun. Gehorsam. Der Esel wie ruhig. Jesus konnte ganz in Frieden mit dem Riede. Ein anderes Wort, das ging ja noch Döner, ist, dass er in Lobgesang anstammt Döner. Das ist so wichtig, das hat eine sehr gute Sache, dass er ging ja das anstammt Döner. Jesus selbst von sich seht ihr nicht ohne Hand, bloß wer wir. Aber die Jünger stammen hier das Leid an, in Vers 38. Gelobt sei, der da kommt, ein König in dem Namen des Herrn. Friede sei im Himmel und Ehre in der Höhe. So stammte der Jünger, dort leid an und sang dort. Das macht ganz interessant, was an der Losreise durch ab der Gas nach Jerusalem. Dann wird aber auch das Volk, das stammt auch leider an. Der lädt auch Kleider ab dem Weg, nicht mehr ab dem Esel. Der lädt ab dem Weg, ihre Kleider, und da der dann Paul um zwei aufmerken und die Hand fliehen. Dass er so geplastert wird, damit sie das ganze Anreise auch wörtlich verscheinere, dass wir Gott.
Und auch da, dort da noch, dort liegt auch unstammte ein Gott, der ihr gebe, als Herr in Heiland, wird wir sagen. Dann wir auch noch eine Gruppe Menschen durch. Und dort wären die Pharisäer. Dort wären die Söhne, wo man möchte im Spätgerät einen Stock nehmen für sie, dort die Gemeinde fort, ich nicht so gut fort. Die Leute hier auch. Die sagen, Meister, strafe doch deine Jünger. So eine ganz andere Einstellung. Da singen sie Loblieder und diese sagen, struf doch deine Jünger, die dort so tun. Ein Wort sagt Jesus, ich sage euch, wo diese werden schweigen, so werden die Steine schreien. Was will Jesus dir mal sagen? Kann das sein, dass die Steine geschreien haben, als die Zerstörung Jerusalems stattfand? Schütze Lothar, nur dem, dass Jesus im Himmel gefahren wird. Kann das sein, dass die Steine wird von der Ohren noch schreien, wo die Menschen immer in der klare Mauer gehen und da sich beklagen zu den Steinen? Jedenfalls sagt Jesus das zu den Pharisäern, da wurden die Steine schreien, wenn die Jünger wurden still sein. Wie dann ab den Wachreise, Jesus schickt noch auf das Innerliche von den Menschen und beobachtet die Stadt in Jerusalem, wo sie ab Tagheim, wo sie hingingen. Dann fängt er mit einmal an zu heilen. Ich stelle mir für die Versammlung, wo am da begleitet haben, wo sie gestanden haben. Dort Jesus dann nur auf dem Esel satt und hielt, während sie anreisen. Und dann sagt Jesus, dort, wenn doch auch du erkanntest, zu der Stadt, was zu deinen Frieden dient, nun aber ist das vor deinen Augen verborgen. Jesus sagt dort drüben im Tempel. Und am Montag ging ich frisch dahin, an der den Tempel reinmerke. Aber hier hielt er einmal über die Stadt und seht, das hat er gesagt, über die Stadt. Ich habe mir ehrenstlich gefragt, was Jesus von der wird tun, wenn der Woodland der Avenue niederkommen, hier wird eine Runding in Loma Plata. Und er wird nicht bloß die Dose, sondern all dort sein, die auf dem Gase verstreut sind mit den Menschen, die damit angehen. Er kriegt dann das Innerliche. Und übermählich wird auch all die seine, die in der Stadt mit Maske und Dose ein Haus vor, mit Geld in den Puppenhaus gehen, von dort, was sie eingenommen haben, vor all dort drüben, wo du ist. Und ich frage mich, wie viele Geschwister in der Gemeinde dort tätig sind, du mit der Früh, gestern und von der Uhr, waren tätig, mit der Werkes, in der Gasse, Kulle voll Dösschen zu sammeln. Ich glaube nicht, dass dort bei Gott die Rose wird vorbeigehen. Auch wie war die Verantwortung der Uhr, und wie vielleicht jeder mit Anzug so, dass dort Pfarrer an die Uhr verborgen ist, was da passiert. Aber weil wir dort nicht leichtfertig nehmen, wir haben Verantwortung in Gott, in Jesus Christus erwarten dort auch, dort wir dort übernehmen. So wird einmal zu Gott sein Wort, zu dieser Botschaft. Hei brückt Oberer, der am Begleite, damit er sein Wort dafür kann, auch in Zukunft, vor Anzug wieder. Wir brücken Oberer, wir brücken trübe Menschen, wir brücken dort wie auch trüb verwalten in dem, was wir tun damit. Jesus nicht über unsere Arbeit hier in der Kirche und so wieder hielen darf, sondern dort er kann freier über seine Kinder, die bedacht sind, am die ihr zu geben. Weil wir noch ins Hauptnähe zum Gebet. Himmlischer Vater, wir danken dir für diesen Zumarius. Wir danken dir für den Frieden, den du uns schenkst. Wir danken dir in besonderer Weise für den Wut, dass uns einmal war so klar liert. Nur in Bezug auf den Einzug in Jerusalem. Du hast den Einzug gemerkt. Arm, ganz auf der untersten Bank gesäte, um die keinen zu erheben. Danke, Herr. Kreis die Brück wie alle Zeit. In deiner Niedrigkeit. Du bist so gut zu uns. Du leist uns unendlich. Du bist uns so gnädig. Und wir loben und preisen die dafür. Und werden die kommen und unsere Märkte auch wieder sehen, die uns wieder sehen hier, begleitet die Gemeindestunden und sagt uns auch wieder zum Sehen. In Jesus' Namen. Amen.
Wir sind am Schluss dieses ersten Teils angekommen. Ich bedanke mir für die Botschaft. Danke auch für all die anderen Dienste, die getan worden sind. Gott vergelt es euch. Weiter bitte ich Prediger Gerbrand, diejenigen mit dem Segen zu entlassen, die von hier gehen. Doch ich werde abzustehen, den Segen zu fliehen. Wie will über deinen Segen fliehen, der hier den Sohn nicht verloten, der ohne seine Gemeindestunde angelot. Die Gnade unseres Herrn Jesu Christi und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch allen. Amen. Somit scheiden wir im Frieden des Herrn.